Wen haben wir denn da? Was ist denn hier los, verdammt nochmal? Ja, sagen Sie mal, sind Sie bescheuert oder was? Herr Montana. Ja, Sie sind vorläufig festgenommen. Was ist denn hier los? Ja. Wegen zweifachen Mord an zwei Agents. Was? Und illegaler Waffenbesitz, Waffe in der Öffentlichkeit, sind Sie jetzt festgenommen und illegaler Schusswaffengebrauch. Die bleiben jetzt erstmal hier stehen und wir werden uns jetzt erstmal umgucken auf Ihren tollen Grundstück, ja? Die sind total bescheuert, Mann. Die nehmen Drogen. Ihr werdet schon noch alle sehen, Alter. Ihr könnt gerne Drogen noch anhängen, Alter. Dafür bin ich bekannt. Ich werde euch alle auseinandernehmen und auslöschen, Alter. Das wird ein Nachspiel haben, habt ihr mich verstanden? Es wäre ein Haftaufenthalt von 220 Monate. Alles klar. Ja, bitte? Nimm den Gnäden mit nach oben. Hier ist der Bühnenbürger so hier in Los Santos, also. Da kommen ja noch mehr, was ist jetzt los hier? Ja, sie sind Schwerverbrecher. Nein, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, warum ich hier bin. Sind jetzt hier Staatsfeind Nummer 1 oder wie? Gut, bringen Sie den Herrn Montana schon mal zum Fahrzeug. Ich weiß auch, dass der Herr Montana nicht mehr da ist, wo er ist. Dass der Herr Montana nicht mehr da ist, wo er ist. Okay. Ja, ich weiß, wo Sie sind. Herr Kosloff, das steht auch schon bereits bei uns. Wo bin ich? In den Akten drin. Was auch wieder interessant ist, woher denn? Woher wisst ihr, dass ich nicht mehr da bin, wo ich bin, Alter? Irgendwas machen. Handy und Gerät haben sie auch weggeschmissen. Oh, dann einfach. Herr Montana. Ja? Wie gesagt, Herr Kosloff, ich hätte Sie gerne zu. Haben Sie Handy, Funkgerät weggeschmissen? Ach so, ne. Wir müssen das von meiner Seite machen. Die Axt. Nein, alles gut. Wir wollen dann jetzt mal langsam zum Auto gehen, weil sonst wird das. Ja, lass mal gehen. Herr Montana. Mhm. Was ist denn hier schon wieder los passiert, hä? Ich hab mir ein bisschen hinten in deinem Garten kurz einen Cocktail getrunken und dann soll ich nicht mal bei der Lacquasse noch so. Mach doch nur meinen Job als Anwalt. Ich weiß auch nicht, was sie dir da vorwerfen wollen. Ich weiß nicht, wie die auf den Spauz kommen, dass ich irgendwo bin, wo ich jetzt bin und vorher irgendwo anders war. Keine Ahnung. Ist schon okay, ne? Ich werd einfach Cowboy und jag alle mit dem Lasso. Wie wär's denn damit? Ja, komm, hol das Lasso raus. Wie oben in der Sandy Show, ja. So schön in der Bar, ne? Ja, wir spielen Cowboy und Indianer. Oh. Reicht die Karre für uns beide? Oder muss da ein Panzer kommen? Ich weiß nicht, ich bin ein bisschen breit geworden. Komm, steig rein hinten. Ja, bitte. Ja, okay. Was machst du denn jetzt? Was machst du denn? Hast du irgendwie Angst vor dem Mercedes, aber... Ich? Wie ist denn Ihr Name hier vorne? Wollen Sie mal die Dienstnummer, der Herr? Ja, Ihr Name. Aber Dienstnummer ist auch schon mal gut. 14. 14? Ja. Und wie ist Ihr Name? Wir haben einen bestimmten Namen, oder? Ach, die Dienstnummer kann auch schon viel, Was kann die Dienstnummer? Viel sagen. Ich verstehe auch den Hintergedanken. Also, ist keine Drogen, ne? Ihr wisst ja auch, wie meine Buchse aussieht, ne? Naja, da will er ja auch wissen, mit wem er es zu tun hat, oder? Eigentlich schon, oder? Jo. So, Herr Montana und ja. Herr Kosloff. Sie haben ja keine Handschellen mehr an, glaube ich, oder? Nee, nee, ich hab einfach mal... Alles gut. Gut. Also, ja, dann können wir mal reingehen. Ja, moin, der Kollege. Code 3 missbraucht da hinten, das sehe ich sofort. Kann ich mit hier kommen? Einmal mitkommen, Herr Kosloff. Was mit uns denn jetzt komplett hier... Ach, können wir auch drin machen. Komm, wir rein, oder was? Oder? Ja, einmal rein. Einmal rein in die gute Stube hier. Mann, ey, sonst sehe ich das immer nur als Anwalt von hinten. Da lacht das Herz, ne? Wo läuft der Montana? Hier. Ach, das kommt mir bekannt vor. Ja, Sie sind hier öfter drin gewesen, das weiß ich auch in der Dokumentation. Den Ausgang habe ich schon mal ein paar Mal benutzt. Das war lustig. Ich rieche gerade rein. Da laufen wir auch hinterher. Ist offen, ist offen, ist offen, ist offen. Oh, jetzt kommt. Oh, go. Okay, ich kann mich ja nicht erinnern. Keine Ahnung, wovon Sie reden. Nö. Ja. Sie haben, Sie haben auf jeden Fall Ähnlichkeit mit einer guten... mit einer Moment. Mach dir das mal kurz. Der vom SWAT ist wieder am Telefon. Sie nicht. Sie sehen ganz komisch aus. So, ich kenne immer keiner mit Dreadlocks. Kenne ich nicht. Ja. Kenne ich auch nicht. Gut. Dann drehen Sie sich mal um. Ja. Auf den schwarzen Teppich. Und dann können Sie Ihre Haft antreten. Gut. Bleiben Sie sauber. Herr Agent 14. Wie viel kriege ich denn jetzt? Bis gleich. Ach du Kacke! Wie lange hast du, Bruder? 114 Monate. Ich auch, geht noch, Digga. Ich dachte 200 irgendwas, Digga. Ach komm, lass mal hier. Gibt's hier Alkohol? SCB, Alter. Ey, was geht, Jungs, Alter? Bruder, wir sind hier reingekommen, um euch rauszuholen. Die haben uns gefickt. Laber nicht, Digga. Seid so hier. Ja, die haben uns gefickt. Egal, Bruder, du weißt Bescheid, wer Handy hat. Du weißt Bescheid, wer 5 Jawohl, Bruder. Wir haben sogar hier hinten ist aufgeschlossen, gell? Einzelhaftzelle ist auf, die haben nicht gecheckt, wir haben aufgeschmissen. Digga, du hast Funkgerät und alles, Digga. Die Jungs können uns hier rausholen. Jungs, Bruder, die Jungs können uns jetzt rausholen. Wer ist noch von uns hier drin, Digga? Nur du? Ich und mein Bruder jetzt. Oh, ist er auch bei uns? Okay, alles. Aber ey, lass warten. Der wird deinen Hops genommen, siehst du? Mhm. Okay, alles klar. Digga, du funkst dann gleich. Hey, Jungs, wer ist im Funk? Mhm.
Lass mal woanders hingehen, wo die uns nicht hören können. Ja, komm. Ey, mein Gott, ne, was das sollte von denen, ne? Ja, Digga, kein Problem. Adi, sag, jeder soll im Funk kommen. Eine Minute bin ich in Knast, Digga. Eine Minute bin ich wieder, sind wir wieder draußen, Bruder, vertrau einfach, okay? Die Jungs. Okay. Ja. Hallo. Die kontrollieren gerade jeden. Okay, okay, mach. Ja, okay, danke für die Info, danke. Bruder, gib Stuff, Digga, komm, verpiss dich, komm. Nein, nicht wegrennen. Nein, nicht rennen, lauf ganz entspannt, Digga. Lauf ganz entspannt, wir müssen... Lass die rechts. Digga, du gehst jetzt in Gebüsch, Digga. Vertrau mir. Lauf hinterher. Lucy hat mir die Tricks gezeigt. Okay. Digga. Schnell, der Ohr. Gib Gas, Nein. Da vorne steht Ari am Zaun, ich schwöre. Okay. Warte, nicht. Funk jetzt schon mal durch, sag, wir sind im Knast, Digga. Block 9B, Digga, oder so. Alter, irgendwas, Digga, gib den Infos. Ja. Welcher Tower ist das hier? Welcher Tower? Digga, was für Tower? Warte, beruhig dich. Ich sag erstmal. Der kommt. Ey, ich bin im Knast mit Sonny und Jaro. Lauf weiter, Digga, lauf weiter. Ja, der läuft hinter, ja. Die lenken den. Nein. Lauf. Jawohl. Vertraut mir. Bruder, du musst in dein Gebüsch. Du bist zu Funkzentrale jetzt. Wir gehen oben auf Dach. Wenn ich sage jetzt, rennt ihr, okay? Mhm. Okay. Wohin? Mir hinterher. Okay. Okay. Einfach die Bin. Jetzt. Mir hinterher, mit der. Einfach die Bin, Digga. Mir hinterher. Oh. Digga, was muss? Ey, wir sind da so gefickt, Digga. Bruder, rechts hoch, so Digga, oder was? Ja, hier links. Digga, andere. Irgendwo war. Bruder. Wir gehen auf Dach und haben unsere Ruhe erstmal, weißt du? Fick uns doch bis. Mach flüstern, Digga. Ja. Komm mit. Jetzt. Ich kann nicht springen, Digga. Nein, du kannst nicht springen. Ah, er hat diesen. Hier hinter, hier können wir quatschen. Hier sind wir nur Ruhe. So, Sonny, ich geb dir Handy und Funkgerät. Komm hier nah dran am besten. Komm. Sonny, ich geb dir jetzt Funkgerät, ja? Okay, Digga. Handy. Ja. Hier, Bruder. Dankeschön. Hier noch Funkgerät. Okay, Jungs, wir lassen uns jetzt abholen. Warte kurz. Wer will so uns abholen? Warte, ich guck mich kurz um. Komm, warte ganz kurz. Wie willst du warte, es gibt hier Auswege, Digga. Du kannst hier raus, okay? Doch, wenn du vom Turm aus genau auf den Zaun springst. Genau. Pass auf. Die müssten eigentlich einen Pounder holen, Alter. Oder willst du hier warten, Digga? Oder geh du runter am Eingang zu ihm und bring ihn wieder hierher. Ich warte, ja? Denkst du, du findest den Weg wieder hierher nach dem Pounder? Ja, klar. Alles klar. Jungs? Junge, was wir machen? Könnt ihr mich hören? Funk. Ey, Jungs, hört ihr mich? Ja, also ich chill ja auf dem Gefängnisdach und warte, dass die alle verschwinden, damit ich euch rausholen kann. Okay, wir sind jetzt auf dem Dach und er hat reingeschmuggelt, ne? Er hat Funk uns reingeschmuggelt, gar kein Problem. Es würde sich lohnen, uns rauszuholen, nur wir wissen nicht wie, Digga. Oder ich bin halt nur Handy mit reingeschmuggelt, weißt du? Zort hat schon so... Wie kommen wir nicht raus, Digga? Kommt genommen mit einem Tag-Demo, wo wir nichts finden. Ich bin auf den Dächer. Warten halt nur, dass die alles komplett, ey. Zurück an... Habt die Klasskleidung an, Jungs? Die Bock hätten die Jungs? Nein. Jungs. Ihr habt keine Klassenkleidung an? Nein, Bruder. Ich habe keine Klassenkleidung. Okay, das. Okay, mach mal und. Okay, wir sind noch einige, glaube ich. Digga, wir sind noch neun. Okay. Wir sind noch neun, Digga. Ja, ihr seid mehr als wir, Alter. Echt? Wenn ich jetzt runterlaufe und mich zu euch Sneaky Peaky bewege, besteht jederzeit die Gefahr, dass ich durchsucht werde und die meine Sachen mitnehmen, Digga. Ja, sowieso. 9A, Digga. Einer von uns ist das vielleicht so. Und der Chris liegt bei 8B im Busch. Einer von uns liegt noch 8B im Busch. Der hat viel Schweiß. Fuck mir. Ganze Knast ist eingenommen, ja? Normalerweise 187. Die hätten Waffen haben wir reinschmuggeln müssen. Oh, Army Wagner fährt bei mir vorbei. Jungs, ey. Psch, ey, Jungs, ey. Ich bin wieder da, ja? Ja, okay. 9B bin ich. 9B. Unten. 9B. Einzelhaft? Ich seh dich, nein. Digga. Ich seh dich. Ja. Bleib mal stehen. Ich stehe jetzt, Digga. Geh zu dem B. Ja, ich geh zum B, Digga. So. Und jetzt dreh dich zur Wand und dann einmal komplett herum. Dann siehst du doch so einen Zaun, ne? Ja, Mann. Ja, und da siehst du doch so ein kleines Häuschen dahinter, ne? Ja. Da bin ich, Bruder, ja? Soll ich mal kurz aufstehen? Steh mal auf, Bruder. Ich hab dich nicht da, Bruder, ja, okay, ich seh dich. Okay, alles klar, Digga. Chill dort, okay, kurz, jetzt müssen wir uns organisieren, Jungs. Wo ist Jaro? Jungs, auf dem Dach, Alter, geht's euch noch gut? Nein, warum werden hier alle Inhaftierten an eine Wand gestellt? So, pass auf, Mann, ey, wir müssen uns sammeln, Jungs. Jetzt ist es sehr, sehr durcheinander, Alter. Ey, Jungs, Mann. Guck mal, wo seid ihr? Okay, pass auf, ich hab... Mal. Scheiße, Mann, ich lauf direkt Ami entgegen, meine Sachen sind gleich weg. So, mal kommen eine, Sie bitte mal, auch mal beide mit. Kommen Sie mal, auch mit? Mal eine nette Welt, was? Wenn möglich. Mit solange kann man ja. Nicht, solange man mir nicht ans Bein pisst, bin ich eigentlich auch ganz nett. Mit denen kann man wenigstens lachen, ne? Auf jeden. Ey, Jungs. Ey, ich hab ein Problem jetzt, Mann. Wärterin nimmt mich mit, Jungs. Scheiße. Ich weiß ja, wo ich bin. Ich kann noch abhauen, Jungs, ja? Wohin will der? Hätte ich springen? Nein, die will mich wahrscheinlich durchsuchen, so mitlaufen, Alter. Ich kann jetzt jederzeit umdrehen, okay. Digga. Okay, pass auf.
Merk dir, Digga, wenn du geradeaus auf den Gas guckst, von der Tür, in der du reinkommst, ja? Ja. Dann geh rechts ganz hinter an den Zaun. Ich hol dich da gleich ab in dem Motorrad, okay? Digga, ja, Mann, Digga, warte, Digga. Zu diesen Silos, komm da einfach dann Fuck. Zu diesen Silos. Ich, die bringt mich an, rein. Digga, die bringt mich jetzt an die Mauer, ja? Digga, warte. Digga, das ist schlimm, Digga, ich bin jetzt 9A, Digga. 9A, Digga. Ich glaube, ich dreh um, wa? Digga, ich dreh um, die bringt mich an die Mauer, wa? Egal, musst du nicht, also egal. Kommen Sie bitte auch hier rein. Die nimmt mich, die will, dass ich mitkomme, Digga, ich renne um mein Leben, Digga. Nein, Digga, die wird mich holen, Digga, nein. Bruder, sie wird mich holen, Bruder. Scheiße, Bruder, sie wird mich holen, Digga. Bruder, nein, sie wird mich holen, Walla, sie wird mich holen, Digga, ich renne, Digga. Fuck, Bruder, fuck! Ich renne! Jungs! Meine Güte, jetzt bleiben sie doch stehen. Die will mich schnappen, Digga, nein. Digga, nein. Ich renne, Digga. Wo soll ich hin? Scheiße, Digga, Sackgasse. Nein, ich renne. Oh, Digga, nein. Okay, ich renne runter, Digga. Uff. Skull. So, wenn sie jetzt nicht gleich stehen bleiben, eröffne ich das Feuer scharf. Sie öffnen das Feuer scharf auf eine Person, wo wegrennt, ja? Oh, pass auf, dass ich nicht scharf schieße, ja? Lassen Sie mich in Ruhe, ich ein bisschen Luft schnappen, okay? Kümmern Sie sich um Ihren Job, ja? Ja, genau, den tue ich gerade. Ja, aber nicht mich jagen, nein. Oh. Lassen Sie mich in Ruhe, ja? Ey, Jungs, ich hab ein ganz dickes Problem. Ein ganz dickes Sticker. Oh. Scheiße, Digga. Ey, Jungs. Hallo, hört ihr mich? Jungs. Ich werd gefickt. Fahrt mir jetzt drinne. Walla, ich werd gefickt. Hier ist Motorrad, Digga. Ist es euer Motorrad? Uff, sie schießt, Bruder. Sie schießt. Ah, Neck. Digga, ist Motorrad, Digga. Oh, Digga. Ey, seid ihr da mit Auto, Jungs? Seid ihr das? Mein Porsche, Digga. Nein, leider. Bruder, lass mich raus. Wie können wir raus? Bruder, wie kommen wir raus, Digga? Keine Ahnung. Renn, Bruder. Bruder, renn. Komm mit, Digga. Pass auf, die Olle ist hinter uns, Digga. Wir haben es geschafft, aber ja? Digga, ist das dein Motorrad da hinten gewesen, Digga? Nein, die ist da. Renn. Fuck, Bruder, da sind die nächsten Amis, Digga. Nein, Bruder, wir sind gefickt, Digga. Oh! Okay, oha, wir sind gefickt, schieß auf uns. Bruder. Bleiben Sie stehen jetzt. Oh, was ist denn los? Ja, geh mich auf den Zack, was ist? Ja, Mann. Meine Güte, ja. Richtig. Warum riskieren Sie denn Ihr scheiß Leben? Weil Sie mir auf den Zack gehen, Alter. Meine Güte. Jetzt einmal durchsuchen, ach, nee. Was denn? Wunderbar. Das Telefon werde ich mal an mich nehmen. Das habe ich hier bekommen, ja? Von einem Beamten, hä? Soll ich Ihnen den Namen sagen? Hm? Ja. Sagen Sie mal. Was ist Ihnen das denn wert? Hm? Was ist Ihnen diese Information wert, hm? Hören Sie mal auf, mich so anzuschreien. Das schreien Sie doch gar nicht an. Schreien ist das hier, okay? Sie hören jetzt auf, hier rumzubrüllen. Ich habe nicht geschrien, ich habe ganz normal geredet. Ich habe Ihnen nur das Beispiel gebracht, was schreien ist. Laber mich nicht voll, lass deinen Kollegen die Arbeit machen, der macht die eh besser. Junge. Jo, mach mal. Durch, ja, durch, dann gucken wir nochmal. Wie heißt denn der Herr? S-O-N-Y zum M-O-N-T-A-N-A. Nein, nicht du. Ach, aber sowas von. Ich geh mich begraben. Mach das, hau ab. Du kleine Ratte, was geht? Was geht, Mann? Nichts, Mann. Ah, je. Ja, die Nervensäge, pass mal auf. Okay, die Dame hat sich jetzt leider verspielt, die Information zu bekommen, von wem ich dieses Funkgerät habe. Und ich habe gesagt, ich habe es von niemandem von euch. Verspielt, die Dame, sie haben es verkackt. Sie hätten in der Karriereleiter ganz hochkommen können. Verkackt. Sie können sowas von erzählen, was sie wollen. Ja. Wir sind hey, genug Sony, Zivilisten eingedrungen. Du hast sogar Taschentücher dabei, die kannst natürlich. Du später benutzen. Ja, danke. Jetzt weiß ich übrigens auch, was du neulich mal meintest, ne? Was meinst du? Wenn ich mal was von dir höre, woran ich denke, dass es von dir sein könnte. Mhm. 187! Du Vogel, Alter. Also ist entfernt soweit die Dame. Dankeschön. Mhm. Kommen Sie jetzt mit. Was? Wollen Sie es jetzt noch mehr verkacken, oder was? Sie gehen jetzt wieder mit in den Innenhof und kriegen eine schöne Einzelzelle. Ach, ist das so, ja? Ja, das ist so. Wie ist Ihr Name? Ihr Name? Den werde ich Ihnen mit Sicherheit nicht aber verraten. Aber Ihre Dienstnummer müssen Sie verraten. Wenn nicht, kriege ich die auch raus. Und dann kriegen Sie nicht nur einen auf den Deckel, sondern auf den Deckel nochmal einen auf den Deckel, ne? Also Dienstnummer, ja. Ja, die können Sie gerne haben. Das ist ja. Die MP125. MP125, Military Police oder was? Oder wie nennt man das bei euch? Das ist richtig. Also überlegen Sie sich mit der Einzelhaft, ne? Ich will's nicht mal. Gucken Sie die was Autos was? Da draußen, ja? Gucken Sie doch einfach die Autos. Gut, also wollen Sie mir jetzt hier drohen? Nein, was? Wo war denn da eine Drohung? Das ist doch kein Problem mit der Einzelhaft. Ich weiß auf jeden Fall, von wo sie kommen. Ja, von wo denn? Von wo komme ich denn? Ja? Ja, woher? Ja. Von wo? Haben Sie nicht mal gern Reis gegessen? Ich mag eigentlich keinen Reis, ich mag lieber Nudeln. Ah, wieso zögern Sie denn so? Dass ich japanischer Herkunft bin, das verrät durchaus mein Äußeres. Ach, okay. Auch. Gucken Sie mal. Sie spielen mit der ganz falschen Person, ne? Lassen Sie mich einfach los. Ich weiß durchaus, wer Sie sind, Herr Montana.
Und ich wurde vorgewarnt vor ihnen. Ich mag es einfach nicht, an die Wand gestellt zu werden, ja? Ja, kann ich mir vorstellen. Hätte ich an ihrer Stelle auch nicht gewollt, wenn ich ein Handy und Funkgerät dabei gehabt hätte. Ja. Und das Schlimme ist einfach, sie können hier gar niemandem trauen, ne? Außer das mir. Das ist durchaus richtig. Außer mir. Den traue ich schon mal am allerwenigsten. Niemand. Genau, deswegen trauen sie auch ihren Kollegen nicht. Weil von irgendeinem vielleicht hat der mal was fallen lassen, ne? Hm? Man weiß es nie. Man weiß es nicht, ich weiß es. Gott. Und zwar sehr. Sonny. Jetzt. Ja, Bruder. Mein Bruder. Bitte ein 187. Bruder, wo bist du? Sonny. Bruder, hier. Hi. Die haben mich gefickt. Hast du was zu saufen, Bruder? Leider nicht, nein. Ich hatte aber ein schönes Telefon von einem Beamten. Ja, von einem Beamten. Haut da raus. Mhm. Und ich habe der Dame angeboten. Montana, wissen Sie, was das Beste ist? Was denn? Ich weiß, wann Sie lügen, weil wir uns schon ewig kennen. Sie lügen gerade. Ich lüge? Ja, richtig. Ja. Vorher, wo Sie in der Zelle waren, da haben Sie nicht gelogen. Das war die Wahrheit gewesen. Das ist gerade gelogen. Wie gesagt, guck mal, jeder kann selbst entscheiden, wie er die Karriereleiter rauf will oder nicht. Ich habe es angeboten. Hier gibt's korrupte Beamte. Aber das ist kein Problem. Was geht? Was geht, Bruder? Bin ich bei dir? Jetzt stehe ich doch hier. Ich wollte hier gar nicht stehen. Was soll das? Ich möchte jetzt freigemacht werden, sofort. Wären Sie wohl nicht abgehauen, würden Sie jetzt nicht hier stehen. Sonny, Bruder, warum sind Sie nicht abgehauen? Ich Bruder! Hier und ich hier. Was ist Nikolai, denn? Die kennen uns nicht, kann es sein? Nee. Wer ist diese Praktikantin da? Wer ist das? Jeder gar keinen Bock mehr. Nein, da fehlt doch immer noch einer. Das ist doch Creamy. Ja, natürlich. Was machst du denn hier? Ja, für dich. Für mich? Oh Gott, Sonny, nein, oder? Boah. Ich habe einen Mechaniker gesucht, einmal, nur von da kenne ich sie. Bruder, du wolltest dich melden, ne? Bruder, wie soll ich mich melden, wenn ich Knast bin, Digga? Beamtenhandy. Bitte? Beamtenhandy. Bruder, ich musste koordinieren, wie ich aus dem scheiß Saftladen hier rauskomme, Digga. Wie lange musst du denn noch? Na, wie lange muss ich? Sonny. Na, noch 81 Minuten, Bruder. Monate, Entschuldigung. Ey, Bruder, die haben Fatten mir einfach umgeschlossen. Rico hat einfach Fatten. Was? Ein Bruder getötet? Ich schwör. Ja. Nein. Rico. Doch. Ich schwör, Digga. Einfach so. Er hat einfach so ohne Grund, Digga. Okay, ich möchte jetzt. Kann ich drohen? Ist hier jemand? Digga, ich schwör, ich spring euch alle um, ihr kleinen Drecksratten, Alter. Ich werde alle töten, ja. Herr Montana, was führen Sie hier denn so rum? Hä? Herr Montana, mach ich mal die Handschellen ab, ne? Sie benehmen sich. Nimm ihn jetzt die Handschellen ab und keine Faxen. Nein. Ja, Idiot, was sagst du da vor 100 Mal, Digga? Wo ist Ahmed? Ist das Muffwolf schon wieder hier am Rumschreien oder was? Ja, komm doch, Junge! Wir hatten heute 10 Bewerbungsgespräche. Jungs, ich bin gleich raus, dass ihr Bescheid wisst, ja? Was ist mit ihm? Warte mal, was ist denn mit ihm? Er sieht aus wie du, Digga. Silas? Ja, na sicher. Kannst du sie raus? Was geht ab, Alter? Ihr kommt jetzt raus, würde ich sagen, ne? Ja, nein! LOL! Ja. Alles klar? Ganz kurzen Moment. Ja, let's go. Ganz entspannt. Er kommt hier einfach rein. Als wenn es immer so leicht ist. Ey, bist du aber noch auf jeden Fall. Einen kleinen Moment. Ich bin gleich free, ne? Scheiße, ich wusste nicht, dass ich euch so gut ausgebildet habe. Moment, bleiben Sie mal kurz stehen. Ja. Er spaziert rein, als wäre es ein Golfplatz hier, Digga. Hör auf zu schmatzen. Sorry. Schon wieder danach. Sorry und direkt geschmatzt. Echt? Hab ich? Gar nicht gewählt. Jawohl, Alter. Ich bin free, ne? Wir sehen uns draußen. Jungs. Hellas, wir müssen immer noch besoffen. Ja, auf geht's. Ja, weg. Let's go. Auf geht's, komm. Wir haben jetzt Funkgerät. Haben wir schweißt auf, benutzen. Vielleicht das. Ja, moin, Junge. Bester Style, Bruder, wer bist du? Ey, er sagt, du hast dich vorhin über meine Brille lustig gemacht, aber danke. Ich hab dich über deine Brille lustig gemacht? Ach nee, stimmt, das war dein Kollege, egal. Kann sein. Bitte? Aber Sonny, darf ich ehrlich sein, wir hatten schon mal miteinander zu tun. Echt, Digga? Aber warte, lass uns mit den Jungs kurz konzentrieren, Digga. Komm. Ich weiß. Gib dir die Papa. Du weißt schon bei allem dabei. Gib die Papa zu dir. 187. 187. 187, jawohl. Guck mal so. Ist das FAB? Oh. Nee. Ist der offenes Motor an, Junge? Ich setz mich rein, ich fahr. Amigo, wer bist du denn? Ach nein, sehen Sie sich lieber schnell von hier. Ach du Scheiße, fahr bitte einfach weiter, Semi, sonst tut's weh. Ich hab schon durchgefunkt, die Leute kommen gerade. Ah, Semi, okay. Sind schon alle auf dem Weg. Semi. Ach. Ey, gib Gas, aber sowas von, gib Gummi, die Verstärkung ist unterwegs, gib Gummi. 80%. Gib Gummi, das war FIBler. Okay. Pronto. Einsteigen. 80%, 87, 88, 96, okay, 98, 99, 100 ist auf. Go! Okay, Achtung, 187! Komm, Autos zurückfahren, reinfahren. Ich schwör, bitte gib Gas, Alter, los! Die sind unterwegs, die sind gleich da, Mann! Ihr steigt sofort in die Autos ein. Norden, Brigadabase. Jemand anderes muss fahren, Digga. Helmut, du steigst gleich in den rechten BMW an. Okay, go. Gummi. Rein. Zack. Hallo. Nein, ist kein FAB. Das ist derselbe FABler wieder. Steig ein, Digga. Digga, ich kann nichts machen, ja? Paar Muskel, Alter. Geht nicht. Ist das letzte Auto? Sind alle besetzt, oder was?
Ja, dann fahr! Komm! Fahr, Helmut, fahr! So, war noch ganz entspannt. Ganz entspannt, ganz locker. Du sitzt hier mit drin? Ist so doppel in Y, Montana.